Die größte Schiffskatastrophe im Mittelmeer seit Jahren. Ein fürchterliches Unglück. Die Küstenwache hat ein Seil an unserem Boot befestigt. Sie wollten uns Richtung Italien ziehen. Aber das ist schiefgegangen. Wir können mit weiteren Überlebenden sprechen, die auf dem Boot waren. Alle berichten, da war ein Seil im Spiel. Das habe das Boot zum Schwanken und dann zum Kentern gebracht. Im ersten Statement der Küstenwache ist von keinem Seil die Rede. Das Schiff sei nach einem scharfen Lenkmanöver gesunken. Wir wollen prüfen, welche Version plausibel ist. Gemeinsam mit griechischen und anderen internationalen Medien sprechen wir mit 26 Überlebenden. Die gemeinnützige Recherchegruppe Forensis baut aufgrund ihrer Aussagen ein 3D-Modell des Bootes, um zu verstehen, wo das Seil genau angebracht worden sein soll, wie es zum Kentern des Schiffes kam. Warum ist das Boot gesunken? Welche Rolle hat die griechische Küstenwache dabei gespielt? Und verschleiern die Behörden die Wahrheit?